Hey there guys, here is another match for you, this time recorded in real life. Two of my friends doing battle, it's Little Kid Abzan versus Splinter Twin. The quality is not that good because I messed up the focus, but I wanted to upload the match because I didn't upload a real life match for quite some time. Also, there will be a version of this match with the commentary of the Abzan player. So stay tuned and I hope you enjoy. Einen bestimmten Parameter nennen, der raus ist, den wir nicht so gut finden, und dann geht er mit stark. Was ich machen würde, ihr könnt es bei Wizard Clown. Ganz einfach. Wizard Clown. Nein, er sagt, okay. Das ist nicht viel Arbeit. Viertel. Mach dir einfach einen Abstand. Zur Bandekarte oder auch zur Bandekarte. Wenn Leute zum Beispiel sagen, okay, das finde ich sinnvoll, dann können die zumindest so ein Veto rein oder so. Wenn da rund auch diskutieren alles, dann können was? Und dann können Leute selber sagen, was mit? Das ist halt. Und wenn da wirklich, sagen wir mal, von 15 Leuten, die das spielen, 13 sagen, dann müssen wir das kann. Dann wollten wir uns mehr. Ich interveniere aber. Ich meine, das ist nur nicht gebaut. Das kann gut sein, ja? Ja, das ist mir. Ich weiß nicht, ich habe das ja in die Gruppe schon gepostet. Ich weiß nicht, ich organisiere an der Uni eine Gruppe. Das ist Montagabend, so wir zocken. Genau, also ihr wisst schon Bescheid. Wenn ihr kommt, könnt ihr auch kommen. Ja, ich letztes Mal konnte ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich Mieter ist, auch da sein, weil ich brauche eine. Ja, ich spiele hauptsächlich Casual oder auch nicht Casual. Ja. Ich bin kein Turnierspieler. Also, du kennst ja die zwei Jungs, den Michi und den. Marco. Die sind halt auch ab und zu mal da. Micho als Casual-Spieler, das wäre extrem. Meinst du Micho? Nee, Michi. Nicht Micho. Wie auch beide Commander, wo ihr Multiplayer am Freitag gezockt habt. Die sind halt auch öfters da. Und hast du abgeguckt? Ja. Ich gebe dir jetzt mal Effekt an. Manche von den Beiträgen auch nicht ernst nehmen. Was ist jetzt der Kombo, was ist die Synergie? Und dann sagt jemand von wegen, ja, dann darf ich auch einen Tristan werden. Schaut ja mal, ich bin zwar nicht verboten, dass ich jetzt nur noch eine Leine ziehe, aber auf dem Niveau habe ich keine Lust, das Zeit zu spielen. Das ist ja auch meine. Ja, das sehe ich genauso. Ganz krass. Wir sind nicht Leute ein. Die 3HS quasi. Ja, sprich mal von Arten. Ich bin der Herr, der hinterher. 3HS soll ich in der Garten. Genau. Trotzdem müssen sie sich nicht sagen, wie die 3S angeht. Ich möchte auch nicht so modern sein. Ich mach mal so sagen, Rogue One, fuck! Aber das ist eine andere Frage. Was dabei ist, ist. Mensch, mit Twin heute kann ich wahrscheinlich mal sagen, ich habe es gelernt zu spielen. Was du sagst, bist du nie gewonnen. Haha, Casual spielen. Warum? Ihr habt ja auch eigentlich normale Decks. Aufkommen kann. Ein Schnabeldeck und das ist gerade was ist zu stark, dass das aktuell, was gespielt wird, kaputt machen würde. Ja. Oder einfach die Regeln brechen würde. Du kannst die Regeln brechen. Das meine ich mit dem Wort. Stimmt, genau. Bei mir auch. Bei mir geht es nicht darum, dass es irgendwie zu stark ist, sondern mir geht es darum, dass es. So, gut. Da hast du oftmals das Problem, wenn du dann zum Beispiel sagst, als Beispiel, es kommt bei Leuten, doof gern, wenn du halt ein dominierendes Board hast mit drei Ultis vom Planeswalker. Ja? Und dann sagst du, ja, das ist aber doof. Was das kommt einfach nur in dem Moment doof. Ja.
Sagen wir, du hast JSON-Ulti oder du hast hier eine Ulti und machst du noch. Genau, warst drauf und der andere spielt eine Sache, die ihn jetzt gewinnen muss. Ja. Was immer sein könnte. Ich habe es letztes Mal mit Hivemind umgespielt. Ja. Und auf einmal geht es eben so darüber, dass es gewonnen ist. Und das ist kacke. Das versuchst du ja genau zu verhindern, deswegen machst du es ja nicht. Aber für andere kommt es eben so rüber, als würdest du halt dieses Powerhouse spielen. Und sobald jemand anders ein Powerhouse spielt. Was ist ein Powerhouse? Was ist ein Powerhouse? Hivemind Pact hast du das letzte Mal von mir gesehen. Top, top. Ja. Jeder Spieler spielt den Zauber von jedem. Oh, ganz gut. Ja. Vor allem, wenn du dann so ein Weg hast, das ist ja auch so ein Mana-Zauber. Du musst zu Beginn der Saison zumindest rotes Mana bezahlen. Ich spiele Mono-Blau. Ja, dann hast du wohl verloren. So. Power gewinnt in diesem Zug. So, und du hast zum Beispiel hier beide Ultis liegen, ja? Beziehungsweise hier beide Ultis. Die würden dich gewinnen lassen, ohne Probleme. Ja? Das sind haufenweise Achter Fliegen, die einfach mal schwingen können. Das lässt dich gewinnen, in 90% der Fälle. Ja? Und tust es nicht. Die Gegner sehen nur, oh mein Gott, er spielt Power aus. Er kann mich jetzt töten. Nochmal, Spaß. Ich weiß, das ist ein Spaß, ja, mal gucken, ob du aus der nochmal wieder rauskommst. Letztes Mal wieder, ich mach dich eben tot. Hast du gerade eben schon ein von mir gesehen? Das ist ganz klar. Das machen wir. Ich hab gerade eben, ich hatte nur angreifen müssen. Und ich hab trotzdem noch ein bisschen weiter gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, drei Leben. Ich glaube, hatte keine Handtreffer. Und er hat eben vier Kreatur. Sieben Kapitel. Ja, dann habe ich mich hier einen Placewalker, dann mach ich mal Tüll. Ja, dann nehme ich das. Ja, genau. Aber das ist ein bisschen. Mit dem aufgeben. Es geht darum, du kannst töten, wenn du die beiden auf Ulti hast. Ganz einfach. Ja? Tust es nicht, um halt aus deiner Sicht zu spielen. Es geht ja um Spiel. Es geht um Spaß zu haben. Aber in dem Moment, wo du sowas liegen hast, wo du O-Touch gewinnen könntest, ja, sehen die anderen, okay, wir haben verloren und der lässt uns jetzt einmal zeigen. Aber mit jeder Runde, die ich aus einem Möglichkeit, was zu machen. Rein theoretisch ja, aber du kriegst ja auch mehr Zeug. Ist ja nicht so, als ob du nur noch da sitzt und nur noch zählst und nichts mehr tust. Du kriegst ja auch noch Zeug, du kriegst dann noch die ihn dabei. Ja? Du kriegst dann immer noch ein bisschen Leben dabei. Ist ja nur zwei Leben pro Runde. So, was dann die Ultimate? Allein hier die türkische Runde. Und. Das sieht einfach für die anderen anders aus als für dich, der Spieler. Ich kenne das Problem. Nur zu gut, glaub. Das ist halt dieses. Du selber sagst, okay, ich will das Spiel jetzt nicht beenden, weil es macht Spaß. Ja? Okay. Aber für die anderen ist das dieses. Er spielt dieses Instant, er kann jetzt automatisch gewinnen. Warum soll ich das jetzt nicht spielen? Warum? Also, dann also halt Operation One, ihr Power-Level, weil du könntest, du nicht tun, aber könntest. Und das ist eben das auch diesen Power-Level. Und dabei hast du dann das Problem, das können fast alle klären. Deswegen sind Planeswalker auch für viele Leute ein Graus. Es gibt sehr wenige Planeswalker, die nicht von sich aus heraus gewinnen. Zwei Schaden. Dann fangen die Leute an mit Tutorial. Auch bei der Kontrolle. Grindstone, Preordain, Zone Switch, etc. Dann für End of Turn. Ja, klar. Ist jeder ein Hand. Weißt du? Ich meine, ich glaube hier. Ich hab hier noch ein wenig Tageplan. Da entstehen nämlich diese Probleme heraus. Ja, was machen wir jetzt? Mit noch Brainstorm. Smiter, bitte. Wenn wir die Schmeiter mit Brainstorm. Zwei Schaden. Ryan. Zwei. Hast du es mal? Also ein Format. Ich bin nicht der Einzige. Hast du mal probiert? Anstatt der Double-Season, super Teil. Leichte Reizung. Ja. Eine Marke pro Runde. Habe ich mal versucht.
ist zu langsam. Ich bin durchaus Turnierspieler und Magic. Ich bin Battletech-Turnierspieler. In Battletech spiele ich wahrscheinlich nicht zu Ende. Fakt ist, ich habe schon dieses Gehen gewinnen zu wollen. Ja? In Magic ist mir das nicht, in Magic ist mir das nicht so wichtig, weil Magic ist für mich immer das Spiel am Spaß, das Spaß am Spiel. Ich habe das Ding auch nicht drin, weil diese Verbindung halt recht geil ist. Ja? Ich habe kein Problem, wenn wir sagen, wir haben ja zum Beispiel nach einer Zeit das Seilnetz rausgeschmissen. Das ist nicht so intelligent. Es gibt eine andere Karte, die Silence ist, nur die Silence heißt. Dann mal mit du. Du hast doch schon die Hilfe ist einfach nur der Typ, der Jay sagt, was er falsch. Tut mir leid, was alles tut er nicht. Dieses Aus. Hey Jay, es wird nicht mehr so ein Help. Weil die anderen Fähigkeiten sind so. Nee, ich bin nicht. Du wolltest, glaube ich, den Hafen aufhalten. Sie hätte sich komplett austappen müssen. Natschen die nicht. Das wird dann eine komplett andere Spielweise. Du bist hier. Nein. Ich bin nicht süchtig. Wobei ich allerdings irritiert bin, weil normalerweise sollte ich auch fahren. Ich verstehe den nicht. Ja, ich würde mich auch nicht den drin haben. Kahn gehört für mich genau wie hier. Ich denke auf die Bandliste. Ich suche den. Wobei, ohne Ultimate, ein Land. Hat ja so eine ähnliche Qualität wie der heißt Ray. Ist ja auch auf der Bandliste. Ohne Ulti? Ist der immer noch unglaublich stark. Removal, das muss weg, Handkraft muss weg, das muss weg. Dann packen wir Kahn auch raus. Dann machen wir Kahn und Jay. Den zum Beispiel dann mit dem schwarzen Garo. Der zerstört, der hat drei Effekte. Das kann sehr stark sein. Er kann Planeswalker zerstören. Du nochmal. Er kann Kreaturen zerstören, soweit ich weiß. Und, glaube ich, Kreaturen ein Bestien nochmal. Apex meinst du, ja? Ja, genau. Das ist gut, ja. So. Bei 3 Bestien destroyed halb Creature. Du gehst leider nicht an, aber das ist lustig. So. Dieses Funktionscheck. Dieses So, dieses zerstört an einem Planeswalker ist nur relevant, wenn der Planeswalker hat. Ansonsten hast du nur 2 Kreatur. Wenn wir das machen würden, dann würde ich danach hier dann aber auch wieder die Planeswalker raus reintun, die ich vorher rausgekommen habe. Dann werde ich auch noch aufziehen. Ja, weil nachher das natürlich eine ganz gute Spielweise. Richtig, du hättest die Zeit von Planeswalker. Du sollst Planeswalker ein bisschen degradieren, auf der anderen Seite Explosion nicht zu halten. Und damit ist er wieder müsste man dann halt nur schauen. Es könnte nämlich sein, dass ihr dadurch das Problem habt, dass einige Planeswalker, beziehungsweise wenn nicht sogar fast alle, mal rausfahren. Irrelevant. Was? Das siehst du im Legacy. Das sieht aus, dass mit Jace aber nicht über die alte Linie fährt. Genau. Aber Jace, Liliana, was spielst du noch? Dann spielst du weiter mit Kahn. Echt nicht? Der ist noch mal der. So. Geht mit 12 Post an. Verstehe ich mal gar nicht. Wir haben uns eigentlich in jedem Fall unter der Berg. Wir haben Nexus. Wir reden ja von den Nexus. Also,
wir haben zum Beispiel ganz viele, die spielen in letzter Zeit Drohnenländer, spielen dann in Karten, spielen in Nexus. Das scheint der moderne Spielwelt. Diese so komische Uing-Karte. Ich weiß, dass es einen Caster, eine Top-Down-Deck in Modern gibt, das übrigens Nexus kann. Das ist mehr Umbo als alles andere. Moment mal, Uli, du hast auch erwähnt, diese komische Karte, die der Junge da gespielt hat. Zu dem Zeitpunkt schon mit uns gespielt hat. Das ist noch aus Zeiten, als wir mit Thomas und Steffi waren. Wir quasi so in einem ganz kleinen Kreis quasi immer so mit dem Seth. Death of Dominion! Seth of Domination und Steffi hatte jetzt so ein Deck mit lauter blauen und blauen Kreaturen. Ich hatte da jemanden gekauft. Und das war eben so unser Power-Level, den wir da gespielt haben. Und wir haben unsere ganzen Decks mit unseren Koffer eingeteilt in verschiedene Kategorien. Wir hatten Adex, B-Decks, C-Decks, Adex wären dann so völlig taugliche Turniere. Das heißt, ich sage immer, wenn man Solidarity spielt, dann ist es nicht mal mehr für dann hatten wir B-Decks, das war dann so gut wie Ich hoffe noch, dass meine Freundin zu Hause kommt, die nicht auf nichts optimiert. Wenn ich nach Hause komme, nichts esse, ist meine Freundin eingeschaut. Sondern irgendwie so eine Thematik. So krass, wie viel Schaden das war. Das war das Problem. Das hat eine 4 hinten. Hier mit der Lightning Ball. So strong. Ich hatte ja den Plan, den zweiten Voice Token einfach zu blocken. Da hätte er zwei Token gehabt, dann hätte ich Engineered Explosive einfach ausgespielt und beide damit abgeräumt. Ich kann alles handeln, nur nicht, dass es hier die Ult Defender alles noch stärker macht, danke. Eben gegen. Genau. Ich habe mehr damit gemacht. Hätte ich auch eben blau mal gehabt, wenigstens ein blau, ist ja schon platt. Wir haben 12 aus dem Björn, habe ich da eins. Alles auf der kleinste Megakoh. Und Mulligan. Man ganz lange hat er weil er halt auch so tief sehr viele Rauber sind inzwischen, weil sie eigentlich nur mit nichts spielen. Warte.
Die Sache ist, du kannst halt nicht genau klassifizieren. Du hast immer Land drauf, wenn ich den nicht spiele. Ich habe 23 Länder und 3 Mana Rocks. Also, ich erkläre dir auch nicht so gut, wie das ich habe gehofft, dass wir heute kein Turnier spielen, mehr Casual spielen. Ja? Ja, hier möchte ich ihn ja nicht meinen. Weißt? Und für meinen angekündigten Spielabend hat es jetzt nur noch vor dir. Ich kann auch fast schon zu viele. Ich habe im Moment Abitur passiert. Diese ganzen, die auf die Länder gehen. Ja. Ich meine, Dommel war momentan überlegen, weil der momentan so ein Deckers ist. Ich bin nur ein Jahr.
It's me, Mario! So, jetzt mal. Und wenn wir differenzieren, dann geht es aus dem Stormdeck. So, dann gehst du hier halt auf Token. Gibt ja auch mehr auf die. Ja, mit Bilderblocken. Schön. Darf ich auch auf der Ringsdeck setzen? Da ist ja die Detention Shield. Blau und grün, richtig? Ich hab noch schwarz. Ja, das war eine 4. Supi! Sag nicht, du willst rot. Geht der Körper 4. Was wollen wir rot? Ja, ich verstehe. Ja. Super, super. Geht der Körper 3? Muss ich aber aus dem. Meine Fresse, zieh ich gerade eine Scheiße zusammen. Ich hab zwei Länder. Ja, ist doch eins. Also, ich glaube, der ist eins. Ja, ich glaube, der kennst du. Das ist ein bisschen. Okay. Ich hab aufwärmig, ja. Ich hab aufwärmig. Ohne. Warte mal, zwei Runden, hast du mehr als ich. Komplett ohne. Ich will auf den Ladenkörper. Da, kein einziges. Das war halt so 11 Karten. Ja. Wurde das Cut? Alter, die scheiß Landdrops, wenn jemand. Gewinn. Scheiße, Scheiß Landdrops.